Hallo, hier ist wieder euer Rolf Müller. Und so, wir wollten heute den dritten Teil von Boxen lernen zu Hause machen. Wir haben wieder unsere kleinen Hanteln. Die normale Grundstellung kennt ihr ja schon. Linke Fuß steht vorne in Schulterbreite. Rechter Fuß steht hinten ungefähr am Hacken. Und dann gehe ich jetzt zurück und wir üben die Seitenhinschritte. Vorwärts, rückwärts hatten wir ja schon geübt. Nach hinten gehe der rechte Fuß. So. Und jetzt machen wir seitlich. Das heißt, wenn wir nach links gehen wollen, setzen wir den linken Fuß. Zack, zack. Dann machen wir 1, 2, 3. Immer schön reindrehen. So, dann gehen wir zur anderen Seite, rechten Fuß. Und dann wieder 1, 2, 3. Das Ganze, achtet schön drauf, dass die Füße nie so stehen, sondern immer ein bisschen auseinander, damit ihr euch wirklich auch vernünftig bewegen können und ausweichen. Also, zack. Und dann 1, 2, 3. Gehen wir wieder nach links. 1, 2, 3. So, das war die eine Geschichte. Und jetzt nochmal ganz kurz dazu, damit ihr das seht. Ihr baut euch einfach was auf. So wie ich hier. Da könnt ihr irgendwas nehmen. Und dann geht ihr vorwärts, baut den seitlichen Schritt ein, geht wieder vorwärts, hier gehe ich wieder nach links, setzt den Fuß nach links, vorwärts, hier setze ich den Fuß nach rechts und dann, wenn ich die Kurve gehe, auch nach da rum, wo ich will, zack, zack, zack. Also wie gesagt, baut euch einen Parcours auf, geht um die Pylonen oder Konservendosen oder was ihr auch immer da stehen habt, geht da oben immer nach dahin, wo wir sitzen, setzen wir den Fuß. Normale Grundstellung und dann auch, wenn ich schlage, immer darauf achten, nicht runterfallen. So, soweit also die dritte Folge. Nächstes Mal gehen wir dann zu den Haken über. Und so, Dankeschön nochmal, euer Rolf. Bis dann, ciao.